Ich genieße diese Milch hier bei einem Bauern in Hall in Tirol. Sie stammt direkt von seinen Kühen. Ist sie giftig? Wärst du dich fragen vielleicht, ist sie giftig so wie die Milch vom Kärntner Görtschitztal? Dort haben die Experten in diesen Tagen Milchprodukte gefunden, in denen ein zu hohes Maß vom giftigen Hexachlorbenzol enthalten war. Ich finde die Reaktionen auf diesen Giftstoffskandal zum Teil viel zu übertrieben. So hat zum Beispiel ein ungarischer Minister vor österreichischen Milchprodukten gewarnt. Ich protestiere gegen diese Verallgemeinerungen und genieße diese Milch. Mehr Sorge macht mir da ein anderes Gift. Das sind für mich zum Beispiel Worte, mit denen ich andere verletze, andere schlecht rede. Hier möchte ich eine Entgiftungskur machen in diesem Bereich. Und ich schätze, das gelingt mir, wenn ich immer mehr mich bemühe, das zu sagen, was mir und anderen gut tut. Dabei bewegt mich auch mein Glaube an Jesus. Denn so wie er mit Menschen respektvoll umgeht und wie er mir seinen Geist gibt, das bewegt mich, so vorbildlich zu sprechen. Und ich denke da auch an das Wort des Apostels Paulus, der geschrieben hat, Gott hat uns auserwählt, dass wir in Gemeinschaft mit Christus heilig und mustergültig leben.